Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play. Ich habe mir mal gedacht, ich mache mal ein Let's Play von Days. Und ich bin schon da hinten, habe ich gestartet bei dem Leuchtturm und bin jetzt einfach mal ein bisschen gelaufen und habe mir dann gedacht, ich mache jetzt einfach mal ein Video und zeige euch das mal ein bisschen. Ihr kennt es ja sowieso. Ich habe mir das die letzten Tage mal zugelegt, das Spiel. Ich muss sagen, ich habe leider die Arma 2 CD nicht mehr gefunden. Deswegen musste ich mir jetzt das Arma 2 Free runterladen, aber das macht ja nichts. Es kommt ja einfach nur, also mir kommt es halt eher aufs Gameplay an, anstatt auf die Grafik, weil die sieht auch eigentlich ganz okay aus. Also ich habe alles auf hoch. Und ja, ich bin jetzt hier zur ersten Stadt gekommen und ich habe ja gehört, beziehungsweise gesehen, dass man hier echt aufpassen muss, dass die Zombies einem keine Ahnung wie viele Kilometer hinterher rennen. Und da ist auch schon was. Also ich guck ab und zu mal, weil ich kenne mich mit dem Spiel überhaupt nicht aus, ich bin totaler Neuling. Muss ich halt gucken, wo ich hin muss, was für Gebäude ich betreten kann, welche nicht. Da hinten ist auch schon ein Zombie. Und leg mich jetzt einfach mal hin, damit er mich nicht genau sieht. Und lauf jetzt mal und kriech mal über die Straße rüber. Ich spiele das Spiel solo. Falls jemand Interesse haben sollte, mit mir das Let's Play davon zu machen, ich bin offen für alles. Einfach PM an mich. Ich werde dann so schnell wie möglich zurückschreiben, wenn ich Zeit habe. Ansonsten werde ich das Spiel solo spielen und mich hier alleine durchschlagen irgendwie und sterben womöglich. Jetzt wollen wir uns erstmal hier ranbegeben da von diesen springenden Zombies. So, ein bisschen weiter da an die Seite laufe, krieche ich mal. Ihr denkt jetzt bestimmt so, oh Gott, da ist gar nichts, das ist so unnötig, stirbst jetzt sowieso. Ich habe keine Ahnung, wie gesagt, von diesem Spiel. Ich habe es mir halt einfach nur angeguckt und ich habe keine Ahnung, wo diese Städte sind, wo ich Sachen herkriege. Und das werde ich jetzt halt im Laufe des Let's Plays, das ich zu Days mache, herausfinden. Werde mir noch ein paar Videos angucken, um mir ein paar Tipps zu holen, damit das Gameplay nicht allzu langweilig wird. Aber ich wollte jetzt einfach davon ein Let's Play machen. Ich habe mich gerade so gefühlt. Und ja, seid bitte nicht zu enttäuscht. Es ist das erste Mal. Ich glaube, in diese Häuser kann man nicht reingehen. Und ich bin mir nicht sicher, ob es sich überhaupt lohnt, jetzt hier zu diesem... Da hinten krault... Ist das ein Typ oder ist das ein Zombie? Es ist ein Zombie, okay. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen anscheinend. So, wo war dieser andere Zombie, der hier war? Der ist irgendwie weg. Da kann man nicht rein. Ich kraul mich mal... wieso kraulen? Ich sag jedes Mal kraulen. Ich meine, ich krieche natürlich, also kraulen. Nein, ich kraul mich natürlich nicht. Was denkt ihr denn? Jetzt wollen wir da rüber. Kann man da irgendwie rüberlaufen? Nö, anscheinend nicht. Dann bewege ich mich mal hier außen rum. Ich weiß nämlich nicht, wie man sich da rüber bewegt. Wenn ihr es wisst, könnt ihr es ruhig in den Kommentaren unten schreiben. Ich bin offen für Kritik, also keine falsche Scheu. Aber bitte noch im Rahmen und konstruktives Feedback geben. Das wäre sehr wünschenswert. Und das wäre ich euch auch sehr, sehr dankbar für, dass ihr mir hier noch so ein paar Tipps geben könnt. Was ich besser machen kann, was ich nicht machen sollte, wo ich nicht hingehen sollte, was ich nicht machen sollte, bla, etc. Jetzt gucken wir mal hier an der Seite. Gut, das war ja der da hinten. So, ich versuche... Ich weiß halt nicht, in welches Haus ich hier gehen kann. Ich probiere es halt einfach mal. Hier liegt auch irgendwie was auf der Straße rum. Werde ich mich mal trauen, jetzt mal auf X zu gehen. Okay, das kann man nicht aufsammeln. Da kann ich nicht rein. Aber da vorne kann ich rein. Ich gehe mal wieder in die Hocke. Weil da an der Seite ist schon mal so ein komischer Typ. Und da rechts kann ich auch rein.
Anscheinend, da ist die Tür offen. Aber ich werde mich jetzt erstmal hier rein begeben. Und da habe ich auch gleich was gefunden, wenn ich hier mal reinkommen würde. Was habe ich jetzt aufgenommen? Ich weiß es nicht. G war ja Lee Enfield MK. Das nehme ich immer mal mit. Na? Würdet ihr auch sagen, ist ja Munition, kann man immer mal gebrauchen. Ich habe zwar noch keine Waffe. Gut. Okay, da ist ein Zombie. Hilfe. Hilfe. Schnell weg, schnell weg. Da ist auch noch einer. Also die ist total verseucht, diese Stadt. Rechts dieses Debug-Monitor, das, ja, das verstehe ich ein bisschen. Aber was das mit den Zombies Alive total auf sich hat, hat das was mit der Area auf sich? Also dass das dann in einem Bereich ist? Oder falls ihr mir da das sagen könntet und gerade unten in den Kommentar reinschreiben, das wäre ich euch sehr dankbar. Hier kann ich anscheinend wohl doch nicht rein. Das war ausgetrickst von diesem Haus, das ist unerhört. So, da hinten scheint noch eine Scheune zu sein, aber natürlich auch wieder zwei Zombies. Vier Zombies. Ach, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, nicht wahr? Wollen wir mal weitergehen hier. So. Ich hoffe, da drinnen lohnt es sich jetzt reinzugehen und das zu riskieren. Ah, natürlich nicht. Da drin ist natürlich gar nichts. Ah, das war ja klar. Aber was, das macht ja nichts. Wir leben ja noch. Wir leben ja noch in Anführungsstrichen, ne? Ah, okay. Da vorne ist anscheinend noch so ein Gebäude. Das sieht sehr interessant aus. Ich werde mich da einfach mal hinbegeben. Ich hoffe, mich wird dann kein Zombie erwischen. Das wäre natürlich fatal. Hier sind auch Gleise, das scheint ein Bahnhof zu sein. Waffen gibt es hier dann wohl anscheinend nicht. Würde mich auch wundern. Aber hier gibt es ziemlich viele Zombies. Ein bisschen zu viele, meinem Geschmack nach. Und hier scheint wohl irgendwas Interessantes zu sein. Also, ich sag mal so: viele Zombies, interessante Dinge sind da. Ja, das hat auch Style. So, jetzt gehen wir mal schnell darüber. Ich hoffe mal, der links da entdeckt uns nicht. Weil ich weiß nicht so, wie dieser Radius von denen ist. Boah, das sind richtig viele, aber da scheint so eine Halle zu sein, wo ich gerne mal reingehen würde. Ja, da hinten ist noch so einer. Und da vorne auch noch. Ich werde mich mal an denen vorbeischleichen. Die laufen aber alle echt beschissen, muss ich sagen. Besonders der Schwarze da, genau geradeaus vor mir. Der rennt gerade ein bisschen beknackt in meine Richtung. Ja, ich gucke halt ab und zu mit der Maus. Man kann es ja mit Alt machen, aber ich mache es halt gern so. Ich hoffe mal, mich erwischt der jetzt nicht. Und der macht mir gerade ein bisschen Sorgen. Und der links da genauso. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die wissen, dass ich hier bin. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt darüber. Da vorne ist nämlich auch noch einer. So, ich versuche es jetzt einfach mal. Einfach geradeaus. Einfach geradeaus, ohne dass mich jemand sieht. Oh Gott, ich hoffe, ich schaffe das. Da ist nämlich eine Scheune und noch so eine Lagerhalle anscheinend, die ich mir mal genauer untersuchen möchte. So. Ich bleibe aber geduckt. Was ist das? Na, anscheinend nichts. Also wo ich ehrlich sagen muss, so ein Fadenkreuz würde mir sehr gelegen kommen am Anfang, weil ich noch nicht so ungefähr abschätzen kann, wo die Mitte ist bei dem. Und da ist wieder so ein Zombie. Aber wir haben es jetzt gleich geschafft. Hier ist kein Zombie in der Nähe. In das Haus können wir nicht rein. Da vorne steht ein Auto. Ja, gut, die Texturen, ne, die sehen halt nicht gerade so sonderlich super aus, aber naja, was soll ich machen? Ich versuche mal die Tage mal wieder das originale Arma 2 zu finden, was ich mir damals mal geholt habe. Und vielleicht 2 Stunden gespielt habe.
weil es einfach für mich viel zu kompliziert war. Aber gut, dass ich mir das jetzt geholt habe, weil ich finde dieses Spiel einfach richtig genial, das DayZ oder Days, ich nenne es Days. Das finde ich, hört sich besser an. Und geht auch locker flockig von der Lippe. So, mal gucken, ob hier irgendwas drin ist, was ich gebrauchen kann. Jawohl, da ist doch schon gleich mal was. Was haben wir denn da? Slug. Sardindose. Munition. Schade, leere Wasserflasche. Aber die nehmen wir mal mit. Und dann haben wir auch noch Verbandszeug. Sehr schön, haben wir gleich richtig schöne Ausbeute gemacht. Da hinten scheint auch noch was zu sein. Vermutlich mal dasselbe. Oder? Ne, das sind einfach nur leere Konservendosen. Schade. Können wir nichts mit anfangen. Und da sind wieder Zombies. Zombies, Zombies, Zombies. Ich werde erstmal hier ins gegenüberliegende Haus gehen. So. Hier gibt es auch schöne Grafikfehler, aber die stören mich nicht weiter. Weiß nicht, ob das jetzt an mir liegt oder an dem Spiel oder... Ja, keine Ahnung. Wow, das war knapp jetzt. Oh, jawohl. Seht euch das doch mal an. Ich habe hier jetzt eine Knarre gefunden. Sehr, 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 sehr nice. Oh Gott, das ist meine... Ey, zum ersten Mal gespielt und gleich eine Knarre. Ah, mit rechts kann man also... Kann man die also dingsen, ja, schärfer zielen, sage ich jetzt dazu einfach mal. Was haben wir da? Machen wir mal zu hier. Und das scheint mir irgendwelche Holzblöcke zu sein, was ich aufgenommen habe. Oder was habe ich denn jetzt aufgenommen? Gut, man kommt hier halt nicht gescheit so okay, ich höre einen Zombie. Der sollte sich mal hinlegen. Ja, ich riskiere es jetzt einfach mal nicht zu schießen, muss ich ehrlich sein. Weil ich gehe mal kurz nochmal in den normalen Modus. Nee, ich riskiere es nicht zu schießen. Ich werde mich einfach an den entlang, also von hinten. Okay, er dreht seine Runde. Ich würde gerne mal wissen, ob man hier auch so Autos reparieren kann. Weil ich habe mal so Autoglas gefunden und Reifen. Aber noch nie eine Waffe. Na, da hinten ist auch noch einer. So. Jetzt gehen wir mal schnell da rein. Hoffentlich finde ich noch ein bisschen Muni. Das wäre natürlich optimal, aber ich bin schon total glücklich, dass ich eine Waffe gefunden habe. Weil ich habe nämlich noch nie eine Waffe gefunden in diesem Spiel. Also das ist mein erstes Let's Play zu Days, aber mein zweiter Versuch, weil ich beim ersten Mal gestorben bin. Weil dieses Spiel nicht gerade leicht ist, muss ich ehrlich sagen. Wenn man halt keine Waffe besitzt, aber das wisst ihr ja mit Sicherheit selber. Und da liegt auch noch was. Heatpack, ein Heizkriminalisierungskiste. Okay. Sehr, sehr schön. So, gehen wir nochmal darüber.
bevor ein Zombie kommt. Vielleicht finden wir da noch mal was. Hier in der Ecke, jawohl, da haben wir da was gefunden. Eine Dose Sardinen und ein C550-Pack. Ah, okay, ich kann nichts mehr nehmen. Schade. Ich brauche einen besseren Rucksack. Gehe ich mal nach oben. Schau mich mal hier oben und was liegt da? Da liegt eine Axt. Gut, da haben wir ja schon mal eine Axt und noch eine Waffe gefunden. Top. Richtig top. Oh, was ist hier? Hier liegt auch noch Sachen rum. Schrotflinte, glaube ich. Okay, nee, davon kann ich eigentlich gar nichts gebrauchen. Was ist das? Holzstapel. Aufnehmen. Nein, 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 nicht aufnehmen. Mist, jetzt habe ich das weggemacht. Pepsi, cool. Eine Pepsi-Dose. Ach Gott, da liegt ja noch jede Menge Zeug. Gut, aber das war's erstmal von diesem Let's Play von DayZ oder Days. Wenn euch das Video gefallen hat, liken und natürlich meinen Kanal abonnieren, wenn ihr mehr sehen wollt. Und ich hoffe, wir sehen uns dann zur nächsten Folge von DayZ.